Bekommt sie auch. Und den blauen Dekoring bekommt irgendwann anders. Nicht direkt. Gwendolyn. So, wo ist jetzt der Drachentöter? Das da ist ein Drachentöter. Zweihänder. Das wird doch was für Gerogon, hm? Nimm mal das. Ja. Wir brauchen mehr Platz. Feuerpulver zu Mürren. Schild dahin. Drachentöter. Drachentöter dahin. Wenn wir denn gleich gegen einen Drachen kämpfen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der Fall sein wird. Wenn das jetzt schon Drachentöter in die Hand gegeben wird und das ganze Feuerschutzzeug. Nur wo geht's zu dem hin? So wirklich viel Platz ist hier ja nicht mehr. Außer wir können jetzt vielleicht mit dem Drachentöter durch die Tür. Oder durch diese Treppe. Mal gucken. Sonst, wenn uns jetzt irgendein Gegner über den Weg läuft, dann wird halt mit dem Drachentöter aufgespießt. Ich denke, der wird genauso gut Kultisten umbringen können wie ein Drachen. Hm? Das ist wieder der Hauptkorridor. Hier scheinen noch seitliche Sachen zu sein. Aber in diese Fleckchen hier können wir gar nicht rein. Das verstehe ich nicht. Genau wie da. Es sieht fast aus, als wenn das ein Name sein soll. Aber das ist sehr schlecht gepixelt. Das da könnte ein S sein. Nee. Vielleicht kein Name, sondern irgendein Bild. Ein Tintenfisch sitzt auf einem Tisch. Vergessen wir es. Wir probieren einfach erstmal durch die Treppe nach unten zu kommen. Vielleicht geht es mit dem Drachentöter jetzt ja. Und Gerogon sollte dann vor mit dem Drachentöter, um zu zeigen, dass wir willens sind, deinen Drachen zu töten. Ich weiß zwar gar nicht, ob wir das wollen, weil eigentlich wollen wir nur den Salamanderstein abliefern. Und es ist wieder passiert. Also der Drachentöter hat nichts daran geändert. Na gut, wo sind wir jetzt gelandet? Hier und da und einer ist wieder gefangen im Raum. Ja. Okay, wir gehen zurück nach da, nach unten, sammeln den da ein und gucken dann hier mal ganz kurz weiter. Also südlich. Das ist nördlich. Südlich. Hauptkorridor runter, ganz bis nach Süden, dann nach Westen und in die Nische. Tirik, Gerogon und Tirik, ja, die beiden zusammen können eh alles alleine umbringen, das passt schon. Und jetzt würden wir hier gerne die Wände abgehen, einfach nur um die Karte von Tirik zu vervollständigen. Ja, hier sind zwar so eine kleinen Dinge eingezeichnet, aber da kommen wir einfach nicht hin. Okay, einmal nach oben, Person Nummer 3 einsammeln und dann müssen wir echt überlegen, wie es weitergeht. Also wir müssen anscheinend die Treppen runter. Aber jedes Mal, wenn wir versuchen runterzugehen, werden wir wegteleportiert. Können wir wegteleportieren irgendwie verhindern? Durch ein Schutzschild auf uns. Der einzige Schutzschild, der mir einfällt, ist Armatrutz, aber der bringt nur Rüstungsschutz, nicht magischen Schutz. Wo ist der Rest? Da unten, okay. Also östlich. Weiter östlich. Zu weit östlich. Genau. Hier irgendwo. Wo schon ein-, zweimal jemand gelandet ist. Ich glaube hier eine Nische. Ah, knapp. Bisschen östlich und dann einmal rum. Östlich. Einmal rum.
So, Yallan wäre auch mit dabei. Das heißt, Mürrim und Talana sind zusammengefangen. Okay. Da ist der Eingang. Der müsste hier gleich wieder dieser blaue Bereich sein. Genau. Wechsel. Mürrim, Talana. Knopf drücken. Jupp. Wechseln. Was? Warum sind die jetzt auch hier drin? Warum sind die jetzt alle hier drin? Das ist sowas faul. Hochschieben. Wechseln. Weglaufen. Das war sehr komisch. Die standen doch hier draußen und plötzlich waren sie da drin. Diese Gewölbe werden immer komischer. Aber gut, hier ist der Eingang. Da ist der Raum, wo wir immer wieder drin gefangen sind. Hier hinten waren zwei Regale. Da war die Kriegerin festgefroren. Hier war der Drachentöter. Hier sind lauter Grisselräume, wo wir nicht rein könnten. Die Nische da haben wir noch nicht angeguckt. Also südlich und gleich wieder südlich. Also hier lang. Südlich, gleich wieder südlich. Und das ist eine Sackgasse. Jo. Das ist echt komisch hier. Oh, was war das? Ich habe gerade irgendwas gedrückt. Ihr tretet vor eine große blaue Scheibe, die an der Wand hängt. Sie hat einen metallischen blauen Schimmer und scheppert, wenn man dagegen tippt. Wollt ihr einmal richtig kräftig dagegen schlagen? Das haben wir gerade gemacht. Okay. Es gibt einen ohrenbetäubenden Lärm. Doch nachdem er abgeklungen ist, herrscht absolute Stille. Müssen wir jetzt den richtigen davon finden? Oder wir wecken einfach die halbe Stadt auf. Haben wir. Hier hört es schon wieder auf. Das heißt, so viele gibt es davon gar nicht. Das könnte auch wieder eine Schalterkombination sein. Wie bei den Ästen. Absolute Stille. Absolute Stille. Hier ist der Hauptkorridor. Den hatten wir schon. Trotzdem nochmal sicherheitshalber. Nein. Ich glaube, wir haben jetzt überall einmal gegengeschlagen, wo wir schon waren. Das sind ja echt nicht so viele gewesen. Jetzt vielleicht runterlaufen, nachdem wir dagegen gehauen haben. Bin ich irgendwie nicht so wirklich motiviert, schon wieder alle Leute einzusammeln. Tour ist leer. Karte. Wir gehen jetzt mal links an der Wand lang, gehen da hin und machen da einen Penetrazel. Und gucken dann, ob Talana sich vielleicht irgendwie da rein teleportieren kann. Also uns. So, hier. Nichalen. Talana. Hellsicht. Penetrazel. Lignum et lapis. Ein sehr kleiner Raum. Und ein etwas größerer Raum. Aber ich denke nicht, dass wir da überhaupt reingehen sollten. Die sind nur dazu da, irgendein Muster zu bilden, das sie nicht erkennen können. Also wir haben zwei Schlüssel gefunden. Der eine war für eine Tür. Der andere war für die Truhe.
Das da oben sieht wichtig aus, aber da ist auch nichts gewesen. Im Eingangsbereich waren diese ganzen moosbewachsenen Sachen. In diesem blauen Bereich sind die Schilder an der Wand gewesen. Und hier waren die Gesichter. Ich glaube, ich gehe mal zu den Gesichtern zurück. Die sind zwar als Deko schon ganz schick, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendeine wirkliche Bedeutung haben. Hier? Ja, hier. So, du guckst nach links. Du guckst nach links. Nach links. Vielleicht ist hier irgendwo eine Geheimwand oder wir können wieder irgendwo die Augenhöhlen reinpieksen. Nee, nee. Da ist der Brunnen. Können wir da irgendwas Neues machen? Kleinen Fontänen spült der Brunnen. Sonst nichts Auffälliges. Okay. Du guckst nach da. Da ist nichts außer einer Sackgasse. Du guckst nach da. Hier ist auch nichts außer einer Sackgasse. Das hatten wir auch schon mal. Karte. Oh, wieder beim Brunnen. Nee, nee, nee. Ich habe den üblen Verdacht, wir müssen es jetzt wieder probieren mit der Treppe. Aber wir haben ja wieder was verändert. Und jede Veränderung kann bewirken, dass wir jetzt weiterkommen. Graus mich nur davor, immer hin und her zu laufen. Oh, vielleicht müssen wir auch richtigen Muster um die Säulen hier rumlaufen. Das kenne ich aus anderen Spielen. Nein. Na gut, hilft nichts. Osten. Falsch. Süden. Vielleicht gibt es hier auch irgendeinen versteckten Schalter, der diesen Teleport-Zauber deaktiviert. Aha. Ist ja gar keine Wand. Oh, was soll aber das? Eine Tür. Knack. Warum wieder nach vorne? Können wir nicht knacken. Foramen. Da ist eine Treppe nach unten. Okay, nochmal knacken. Wir haben alles durchsucht, es gibt keinen weiteren Schlüssel. Okay, Talana, mach dein Ding. Bewegung. Transversalis Teleport. Misslung. Komm schon. Bewegung. Transversalis. Bitte, 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 bitte. Ja, es klappt. Transversalis Teleport. Du bist eine sehr garstige Tür. Und wir sollten auf unsere Astralenergie achten, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Also, ja, wir könnten hier schlafen, aber... Starker Zaubertrank. Talana. Du hast noch ein Hylianer Feuer. Noch ein starker Zaubertrank. So, sehr gut. Fühle ich mich gleich wesentlich sicherer. Oh, oh, oh. Das sieht definitiv nicht gut aus. 5 Schädel. Ich habe das Gefühl, wir sollten kurz pausieren und innehalten. Und dann sehen wir uns gleich wieder.